Euer Legion Games LP. Mit Let's Talk About. Heute das Thema: Drogenkonsum. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Talk About. Ich bin Legion Games LP, natürlich nur für euch. Und heute will ich einfach mal diesen Themenbereich ein bisschen auseinandernehmen. Natürlich, man könnte wirklich tagelang über Drogen quatschen. Und das kann ich natürlich nicht in einem Video machen. Deswegen, ich weiß nicht, wie viele Videos ich noch davon machen werde. Aber ich glaube, es wird erstmal bei diesem Video bleiben. Und ich glaube, in diesem Video greife ich auch die wichtigsten Punkte erstmal auf. Heute möchte ich wirklich so im großen Umfeld eigentlich nur über die heutigen Drogen sprechen, nicht über die Geschichte, die dahinter steckt. Das können wir auch in einem anderen Video machen. Heute möchte ich das Video mal ein bisschen kürzer halten, da meine Internetverbindung ja im Moment nicht wirklich die beste ist. Jetzt fangen wir erstmal an mit den beiden großen Gruppen um Drogen, nämlich die synthetischen Drogen und natürlich auch die pflanzlichen Drogen. Synthetische Drogen sind eigentlich künstlich hergestellte Drogen und pflanzliche Drogen, ihr könnt es euch ja schon denken, sind Sachen wie Zigaretten oder auch Cannabis. Ja, Zigaretten sind eigentlich auch eine Droge, denn sie machen süchtig und sie haben natürlich auch einen kleinen Rauscheffekt. Ich weiß nicht, ihr seid ja meistens noch so in dem Bereich, wo ihr sowas noch gar nicht ausprobiert habt und ihr solltet es natürlich auch gar nicht erst ausprobieren. Aber für die Älteren unter euch ist es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wenn einer von euch raucht, da kann es ab und zu sein, dass man, wenn man sich die erste Zigarette so am Morgen ansteckt, dass man dann so einen kleinen Rauscheffekt bekommt, dass man einen so kurz schwarz um die Augen wird und so. Und das, ja, man muss es einfach dazu sagen, es ist eigentlich auch eine Volksdroge. Und synthetische Drogen sind Heroin, Kokain und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen wie Ecstasy und das ganze Zeug. Und mit synthetischen Drogen, mit denen würde ich mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang niemals mit beschäftigen, weil synthetische Drogen sind eigentlich der größte Rotz, den der Mensch eigentlich fast erfunden hat. Denn synthetische Drogen haben einfach ein sehr hohes Gefahrenpotenzial und natürlich auch eine sehr große Prozentzahl zur Sucht. Und ich glaube, wenn man von Kokain oder sowas süchtig ist, das ist doch schon eine andere Liga, als wenn man von Zigaretten oder Marihuana süchtig ist. Denn ich habe mal damals ein Buch gelesen, als Lektüre in der Schule. Haben wir ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, vielleicht kennen das einige von euch und mussten das auch in der Schule lesen. Bei uns ist das so gewesen, wir mussten uns drei Bücher aussuchen und die meisten von uns haben eben dieses Buch über Drogen genommen, denn in der Jugend ist man ja schon sehr interessiert an sowas, über sowas mehr zu wissen. Und da fing das eben so an, dass da die Gruppe von Teenagern waren und die haben so zuallererst immer nur so Cannabis geraucht und sowas, also Marihuana. Und dann irgendwann später war das nicht mehr genug gewesen und ja, die haben so langsam angefangen, auch mal Heroin zu nehmen. Kokain hat in diesem Buch keine Rolle gespielt, nur Heroin. Heroin ist ja zum Spritzen da. Und ich sag euch Leute, im Buch, man hat wirklich die Emotion da drin gefühlt. Die Leute sind kaputt gegangen an dem Zeug. Heroin sorgt auch dafür, dass du wirklich immer spritzen musst. Und die haben auch angefangen, sich den Kopf gegen die Wand zu hauen, weil die ohne das Zeug nicht mehr ausgekommen sind. Und die fing an zu bluten und alles. Und das ist, hört sich an wie eine Horrorgeschichte, aber es ist wirklich so. Da entsteht eine so starke psychische sowie körperliche Sucht nach dem Zeug. Und deswegen, synthetische Drogen sind das Schlimmste, was ihr überhaupt machen könnt. Also lasst auf jeden Fall die Finger davon weg. Das Zeug ist einfach nur brandgefährlich. Jetzt kommen wir einfach mal zu den pflanzlichen Drogen, wie zum Beispiel Marihuana. Und Marihuana verhält sich im Gegensatz zu synthetischen Drogen eigentlich ganz schön, ja, anders. Denn viele sagen sogar, Marihuana ist eigentlich die gesündeste Pflanze der Welt. Denn es ist wirklich Fakt, dass man damit grauen Star behandeln kann, also Krankheiten, die das Auge betreffen. Es regt den Appetit an und ganz viele andere kleine Nebensachen. Und eigentlich sagen sehr viele, es ist so die Wunderpflanze unter den Drogen. Und ja, ich weiß nicht, also man muss jede Droge wirklich vorsichtig behandeln, genauso wie mit Alkohol. Alkohol ist ja wirklich so die Volksdroge geworden. Und ich habe mir schon, ihr könnt mir da glauben, ich rede aus Erfahrung, sehr viele Berichte angeguckt. 10 Dokus habe ich mir letztens irgendwie angeguckt oder so. Jede so eine halbe Stunde, also ich habe da schon meine Ahnung und es ist wirklich bewiesen, dass Alkohol und Zigaretten genauso schädlich sind wie Cannabis. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr es ausprobieren sollt, denn Cannabis hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf den Körper. Ihr werdet es vielleicht auch mal in der Fahrschule irgendwann lernen. Euch wird jeden Tag eingebläut, dass ihr auf keinen Fall fahren dürft,
wenn ihr eben Drogen genommen habt, denn Marihuana und auch andere Drogen haben den Nachteil gegenüber Alkohol, dass man ihre Rauschwirkung gar nicht erst abschätzen kann. Es kann sein, dass ihr nach einer halben Stunde wieder nüchtern, was heißt nüchtern, ne, wieder ruhig seid und clean seid, aber es kann auch sein, dass ihr noch nach 2 Tagen von Kokain oder so noch völlig down seid und total aus dem Leben ge... Jetzt bräuchte ich so einen Zensierzeichen-Ton, wisst ihr? Und das ist eben der Nachteil an solchen Sachen, dass man die Wirkung, also die Wirkungsdauer gar nicht mal so gut einschätzen kann. Ich musste gerade mal einen sehr wichtigen Cut machen, denn ich musste mir eine ganz spezielle Sache einfach mal überlegen, denn ich habe gemerkt, ich mache hier ja gerade gar kein normales Commentary mehr, zum Beispiel mit dem Thema Call of Duty Blackout oder wie zielt man mit einer Spaß 12 auf den Kopf oder solche Sachen. Gar kein normales Commentary mehr, sondern eigentlich eher eine Aufklärung. Und als Teil einer Aufklärung habe ich einfach die Verantwortung euch gegenüber, die Wahrheit zu sagen. Und da bringt es wirklich nichts, wenn ich einfach nur aus Berichten vorlese, sondern ich finde einfach, da zählt auch sehr viel die eigene Erfahrung gegenüber diesem Themenbereich jetzt einfach mal. Und ich muss euch jetzt einfach mal die Wahrheit sagen, denn ich habe auch schon mal Marihuana geraucht. Und das ist jetzt sogar auch schon ein bisschen länger her. Und ich muss euch einfach sagen, es gibt positive Aspekte sowie negative Aspekte. Die positiven Aspekte sind natürlich nur in der Medizin vertreten, zum Beispiel Behebung des grauen Stars, solche Sachen, die ich schon angesprochen habe. Aber es gibt auch einfach die negativen Aspekte, die da wären, dass es Lungenkrebs verursachen kann, wenn ihr es zu lange macht, und eine Irritation der Atemwege. Und genau solche Sachen eigentlich wie bei Zigaretten natürlich auch. Und man kann aber auch genau die gleichen Hänger haben wie bei Alkohol, dass man auf einmal sabbernd in der Ecke liegt, weil man einfach viel zu sehr sich den Kopf weggehauen hat. So ist es bei mir zum Glück noch nicht gewesen, aber ich kenne das ja von anderen Leuten einfach her, dass es da sich genauso verhalten kann wie bei sehr starkem Alkoholkonsum. Ich merke gerade, man kann wirklich über diesen Themenbereich noch sehr lange reden, aber ich glaube, für heute machen wir erstmal Schluss. Ich glaube, wir sehen uns dann irgendwann in einem der nächsten Videos wieder von Let's Talk About. Ich verabschiede mich jetzt von euch, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem, was ich heute gesagt habe, in die Kommentare. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao, Leute.